It's just one of those days when you don't wanna wake up. Everything is fucked, everybody sucks. You don't really know why, but you wanna justify ripping someone's head off, no human contact. And if you interact, your life is on contract. The best bet is to stay away, motherfucker. Herzlich willkommen zu Dexters erster Filmkritik. Heute geht es um den Film Sherlock Holmes Spiel im Schatten oder im Originaltitel Sherlock Holmes A Game of Shadows. Der Film ist ja von jetzt 2011. Regie hat geführt Guy Ritchie. Mitspielen tut Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel Adams, Naomi Rapace, Stephen Fry, Jared Harris, Kelly Wary, um ein paar zu nennen. Alle Informationen über Casts und Herstellungsland und Pipapo gibt es auf Online-Filmdatenbank. Darauf beziehe ich mich jetzt auch jetzt. Und ja, wie ist der Film eigentlich? Also mir hat er super gut gefallen. Also ich habe auch schon den ersten Teil geguckt, der hat mir auch schon super gefallen. In dem Film geht es eigentlich um Sherlock Holmes gegen Professor Moriarty. Mehr werde ich jetzt dazu nicht sagen. Aber so viel sei gesagt, in dem Film ist halt wie im ersten Teil, es wird wirklich detailliert gezeigt, also wie Sherlock Holmes seine Pläne macht und wie es denn dazu kam, also sehr genial, also ich sag mal, wenn man bei dem Film richtig aufpasst, merkt man doch, sieht man es auch alles, wie er es macht, aber es wird halt nochmal richtig detailliert schön erklärt. Der Film spielt an mehreren Schauplätzen, also ich glaube in England, in London, in Frankreich spielt er noch und ist super gut gemacht, auch von den ganzen Effekten. Also er ist in Deutschland spielt er auch. Er ist mehr actionreicher als der erste Teil. Der erste Teil war ja mehr auf Mystery und Rätsel aus und sowas alles. Und der zweite Teil hat halt gleiche Anteile. Also er hat mehr Anteile an Action als an Rätsel, muss ich sagen. Also es wird mehr rumgeballert, es kommen bessere Effekte zum Einsatz. Also man merkt, dass die Leute sich den Erfolg vom ersten Teil zu Herzen genommen haben. Also ich denke mal, der zweite Teil wird auch super ankommen, denke ich mal. Hat ein sehr überraschendes Ende, sehr schönes Ende, sehr lustiges Ende. Ja, aber mehr will ich dazu nicht verraten. Guckt euch den Film selber an, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, das war's auch schon. Wie gesagt, Sherlock Holmes 2, das Spiel im Schatten. Viel Spaß damit, ciao.